da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, wie er denn im Mutterleib empfangen ward. Schrie.
Thank you.
geboren war zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königes Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Neue? Wo ist der Neue? Sei den Sternen sein.
Der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Oh, solltet ihr euch nicht vielmehr versammeln alle hohe Priester, Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen Herzog, der über mein Volk Israel.
Jesus, ach, komm!
Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weise Ziegen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbiete. Thank you.
den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis das er kam. Und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier. Er bleibt da bei mir, ich will ihn auch nicht
mir für Furcht erwecken. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mit dem stolzen Feinde sprechen, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Oh!